Hallo und willkommen zurück zu Thief 2 HD Mod. Naja, steht auch in der Beschreibung. Kann man auch nur empfehlen, sich das mal anzutun. Ich muss auch nochmal hier leise machen. Zack. Zack. So. So. Ja. Das sieht doch alles gut aus. Ja, war ich ja letztens stehen geblieben. Immer noch beim... Ich wollte ja eigentlich hier noch in die Kapelle rein und ich habe um die Kapelle herumgehen. Achso, hier sind diese... die Tür ist weg. Stimmt, hier waren ja diese toten Menschen, diese schon umgewandelten. Ah, das ist ein bisschen belastend irgendwie. Ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen in der Kapelle looten, obwohl die Aufgabe hier haben wir schon erledigt. Das ist jetzt die spannende Frage. Kann ich mich da hoch beamen, sage ich mal. Ohne dass mich vor allem jemand mitkriegt. Das ist eben halt die... Ich glaube, da steht irgendwelche Posten. Da steht er. Die Frage ist jetzt, da rüberkommen, ohne abzustürzen. Ich versuche heute mal weniger die Windows-Taste zu treffen. Stehen geblieben! Das hätte ins Auge gehen können. Die Frage ist, die Tante hier liegen lassen? So, Seil wieder eingesammelt? Naja, ich lasse sie erstmal hier liegen. So, jetzt sind wir im östlichen Turm. Okay. Also gab es doch hier noch einen. Dritten Ebene, genau. Naja, schauen wir uns das in Ruhe an. Kiste. Ich gehe erstmal die oberen Stockwerke ab. Irgendwie bin ich gerade ganz schön vollgemümmelt. Sollte es eigentlich risikofrei sein, so wie es aussieht. Schlafen. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, den vierten Schlüssel davon. Nein? Einen zweiten. Was ich Katakomben unten. Na gut, egal. Was man hat, das hat man. Nichts drin. Toll. Speichern. Leuchtstab wollte ich jetzt nicht auswählen und... Das war jetzt nicht ganz so geschickt. Ich wollte eigentlich mit einem kühnen Sprung da an die blöde Leiter jumpen, aber... Jetzt.
Solange ja keiner reinkommt, ist alles gut. Die Frage ist, ist hier unten ein Zugang? Da haben wir definitiv wieder diese lustigen Gesänge. Ich wollte eigentlich gar nicht hier runter. Ich hatte überlegt, gerade hier diese bewusstlose Person dahin zu bringen. Haben mich meine Sinne getäuscht? Spielten mir die Trommeln in meinen Ohren einen Streich? Im Namen. Ich werde euch schon bald fällen! Verdammt. Also wissen jetzt, dass wir tatsächlich jemand. Mal regelmäßig Runden läuft. Wo bringen wir diese Tante hin am besten? Ich hoffe, es liegt da im Dunkeln. Die Frage ist jetzt, hat mich Tante hier gesehen? Und ist nur deswegen hier lang gekommen oder ist das die richtige Patrouillenroute? Eine Glocke, na gut, aber schauen wir mal. Naja, geht doch. Ich warte mal hier.
der andere Typ hier nochmal wieder auch mit rumläuft. Dunkle Ecke mich verpieseln und gucken. Der geht die Treppe da drüben runter, kommt hier hoch und dann. Geht er da rum, okay. Also kommt der hier nicht. Jetzt würde ich schon gerne mal gucken. Ja, um den Roboter müssen wir uns nicht, oder um diese Dampfmaschine werde ich mich nicht zwangsläufig kümmern. Hier kaufen können. Hier ist eine dunkle Ecke, allerdings Laufgang. Jetzt die Kirche von oben. Da hatten wir, genau, da drüben sind wir letztens mal reingegangen. Aber da waren auch zu viele Leute unterwegs. Vielleicht können wir sie von hier aus erwischen, das wäre gut. Und Speichert. Da ist ein Lichtschalter, okay. Ich gucke trotzdem gerade nach irgendwelchen. Das sieht doch gut aus. Und was haben wir dann? Lord Karras, ich schreibe euch im Namen meines Herrn, der eure Dienste für den Adel mit größtem Interesse verfolgt. Meinem Herrn wurde zu verstehen gegeben, dass eure Gefälligkeiten denjenigen vorbehalten sind, die den Turm der Mechanisten fördern. Mein Herr fürchtet nun, seine Geschenke an euch könnten in die falschen Hände geraten. Bitte lasst mich daher durch einen Boten wissen, was ich meinem Herrn raten soll. Jerome, im Namen des Hauses Torbrunn. Ja. Tja, hier dürfte ja auch keiner mehr sein. So, damit hätten wir jetzt eigentlich nur noch die unteren Bereiche.
Auch nur Pfeil liegt hier. Von mir ist der aber eigentlich nicht. So, tja, jetzt müssen wir eigentlich gucken, ob wir unten noch ein bisschen looten können. Also, es gab ja da schon irgendwelche güldenen Kerzen und anderen Tand, aber gut bewacht, leider. Welche Libelle stört die Ruhe? Anscheinend hatte ich Moos auf meinen Augen. Es ist nichts zu sehen. Alles ist wieder ruhig. Ach, hier sind wir also. Verdammt kalt. Zwei Bücher. Und die haben wir vielleicht jetzt schon von oben gesehen. Ja, verschlossene Kiste. Schlüssel oder Dietrich? Ach, wir knacken lieber die. So, wie sieht's denn überhaupt aus? 1324, wow. Das ist schon recht ordentlich. So, Buch Nummer 1. 26. Woche. Lord Basel, zwei Kisten Schafswolle, Uhrenwerk, Bildapparat schicken. Lady Waterdyke, 16 Kisten Mehl, maskierten Diener schicken. Lord Toby, vier Kisten Papier, Lampenanzünder schicken. Lady Thompson, 200 Goldstücke, Poliergerät schicken. Arthur Whitecomb, zwei blühende Büsche ignorieren. Achso. Ja, Lord Torbron, zwei Kisten Zinn, Überwachungskamera schicken. Ja. Was haben wir hier? Nochmal 23 Woche, wieder Lord Basel, sechs Kisten Tweed, Lampenanzünder schicken. Lord Wilkerson, 300 Goldstücke, Uhrwerk Bildapparat schicken. Lord Toby, eine Kiste Papier, ignorieren. Mhm. Brian Masterson, 1500 Goldstücke, unbedingt maskierten Diener schicken. Gorman Truart, okay, da ist ja unser Sheriff. Guter Wille, er hält Überwachungskameras. Lord Winhill, eine Kiste mit Draht, Lampenanzünder schicken. Das war also alles. Aber da ich ja nun weiß, wohin hier diese Leiter führt... Ja, der Typi da in der Mitte der Kirche ist jetzt immer nach wie vor ein Problem. Man müsste an der Seite vorbeikommen. Nicht so gut. Deswegen hatte ich aber auch gespeichert. Steht da, ach, das ist der Haupteingang. Würde ich mal sagen, das ist der Haupteingang, alles klar. Die Frage ist, wie gut er uns sieht. Oder eher nicht, ne? Da steht der Idiot, aber der geht ja leider auch nicht weg.
Höhle ist. Ist das hier eine Geheimtür? Was ist das? Was wir da meinen? Das könnte auch Textur sein. Was auch immer die jetzt sind hier. Hier umlaufen. Tja, ich glaube nur, wenn wir da runtergehen, werde ich immer gesehen. Oh. Sind wir nicht vor uns auch welche Patrouille draußen gelaufen? Zu runden. Das wäre dann jetzt sozusagen der Schuppen. Hier scheint ja eigentlich kein Bereich zu sein, weil es ging ja auch nicht hoch, also bis auf diese Türme. Patrouille versuchen zu schleichen. Das müsste ja dann die einzige Patrouille noch hier sein. Müsste ja eigentlich der Bereich sein, den wir von unten immer gesehen haben, genau. Was ist das? Schlüssel. Haben wir jetzt Gleichstand? Nein, das ist ein neuer Schlüssel. Ach Gottchen. 1, 2, 3, 4 verschiedene Schlüsseltypen habe ich gerade hier aufgesammelt. Das war mir klar. Aha. Hier hat es irgendwelches Zeug gegeben, Pfeile etc. Schade, dass man das nicht sieht. Ja. Licht.
bringt aber auch nicht wirklich mehr Gewissheit. So, Knüppel weg, speichern. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich von an der Wache vorbei an das Zeug komme. Aber was Wertvolles. Mehr gibt's hier nicht. Gut. Das war's also der Schuppen. Na gut. Übersehen. Na. Ja, da sieht mich der. Ach nee, die Treppe geht ja nach da vorne runter, ne? Ja, genau. Ich kann mich also an denen auch nicht wirklich reinschleichen. Was wohl passiert, wenn wir dem einen Breitkopfpfeil ins Gesicht schießen? Ich würde sagen, versuchen wir es doch einfach mal. Ich zoome mal kurz ran. Ja, zoomen, achso, geht jetzt nicht mit Bogen. So, den hier so erwischen. Das war ein Fehler. Ja, ich bin im Schatten, das ist richtig. Ja, ich würde sagen, so weit, so gut. Was soll's, bei den Idioten hier habe ich kein Mitleid, die umzunieten. Auch deswegen spiele ich immer hier eigentlich immer gern die normalen Schwierigkeitsgrad, denn da darf ich die Leute ja wegschießen, während hier beim... Was ist das für ein Geräusch, das leise mich ruft? Bei dem anderen Schwierigkeitsgrad ist es ja leider immer so ohne Blutvergießen. Alles ist ruhig. Gelobt sei der Erbauer. Ist er nicht schön umgefallen? So, damit hätten wir doch einen Großteil der Idioten hier beseitigt. Ich meine, man könnte natürlich die Leute ablenken oder kann die Leute ablenken. Und den, sag ich mal, derweil schnell die Sachen looten und dahin laufen, aber ich weiß nicht. Ich habe auch immer gerne Spaß dran, den Leuten hier den Pfeil ins in den Halsbereich zu werfen. Weil das ist dann meistens ein One-Hit. Und so kann ich auch in Ruhe rumgucken und probieren. Da liegt was. Und hier liegt die Leiche. Gut, das Blut könnte man sehen. Und alarmiert hin und wieder auch mal gerne Leute. Silberne Schüssel. Ist vielleicht hier noch irgendwas Wertvolles drin? Nein.
dürfte eigentlich auch keiner mehr kreuschen. Buch, was ist das? Psalm 13, am Tag der Geburt. Am Tag der Geburt bist du blind, schwach und hilflos. Auch das Erz ist weich, wenn es der Erde entrissen wird. Drum schüre das Feuer und verbrenne das Unrein. Diese Mechanisten sind kein Deut besser als die Hammeriten. Ja, das ist ja auch so eine Absplitterung von den Hammeriten. Da ist so keine Tür unter der Treppe, okay. Tja, ich glaube, dann haben wir eigentlich soweit alles hier durchgelootet. Hier liegen ein paar Füße draußen. Oh, achso, hier geht's wieder zu den Katakomben. Alles klar, das war das. Aber eigentlich dürfte es hier auch keine Überraschung mehr geben. Denn wir hatten ja schon von der anderen Seite hier aufgeräumt. Ja. Ein Schädel, na gut. Tja, jetzt muss ich über diese Tür finden, an der wir lauschen. Die war ja eigentlich irgendwo im Gartenbereich. Da hoch, nee, da sind die Türme. Ich kann das jetzt nur die... Na doch, da hinten war die Tür. Ne, hier sind die Türme. Verdammt. Schnell auf die lauschen sie an einer der Türen. Hier müsste eigentlich auch irgendwo eine Tür sein, oder? Ah nein, das ist ja die im ersten Stock. Hier war doch gleich am Eingang eine eben. Stimmt, da war ich ja schon aus Versehen mal irgendwie rangekommen. Ich wollte hier eigentlich was aufmachen und dann kam hier schon die lustige Meldung. Ich wünschte, die Kinder des Karas wären weniger furchterregend. Ihr seid nicht der Einzige, der sie fürchtet. Doch mit ihrem Aussehen sollen sie die Feinde von Karas abschrecken. Ui. Ja, den habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm gehabt, dass da noch zwei draußen langlaufen und das war doch irgendwo hier, oder? Naja, das sind diese. Da ist doch die Tür, alles klar. Ich speichere mal lieber. Das ist sie doch. Ich sollte sie besser nicht stören. Ich höre auch von hier alles bestens. Seht her, Truard. Aus einer gemeinen Straßenratte wird ein loyaler Diener, der gehorcht. Ist das einer der Stadtstreicher, die ich euch brachte? Die Veränderung ist atemberaubend. Er hat keine Bedürfnisse und keine Sorgen. Schön für ihn. Da ihr es schon erwähnt, Karas, mich plagen große Sorgen. Nicht, dass die Bezahlung nicht in Ordnung wäre. Nein, das ist es nicht. Ich muss nur sicher sein, dass ihr die nötige Vorsicht walten lasst.
Der Name Truart ist hier in der Stadt sehr angesehen. Ich möchte nicht, dass er beschmutzt oder ruiniert wird. Vertraut mir, denn der Erbauer selbst leitet mich. Und der Baron muss nie etwas erfahren. Ja, es freut mich wirklich wahnsinnig, dass der Erbauer euch leitet. Aber mir wäre noch wohler, wenn ihr mich in eure Pläne einweihen würdet. Kommt schon, was habt ihr vor, Karras? Was ist so besonders an euren neuen Dienern? Ah, es ist einfach unmöglich, etwas vor euch zu verbergen, mein lieber Sheriff. Also gut, ihr sollt eure Erklärung haben, in Form einer Demonstration. Ich könnte nur schwerlich in Worte fassen, was ihr gleich sehen werdet. Doch vorher muss ich euch bitten, von diesem maskierten Diener zurückzutreten. Ja, gut so. Ich bitte inzwischen unseren Freiwilligen, einen wirklich bedauernswerten Straßenjungen herein. Komm, komm, mein Junge, und stell dich dort neben den maskierten Mann. So, seid ihr bereit? Dann sperrt die Augen auf, während ich dem Diener ein Zeichen gebe. Mein Gott, was ist das für ein rotes Gas? Beobachtet weiter, Tuart. Aber es vernichtet sie. Wir schweben in großer Gefahr. Fürchtet euch nicht, wackerer Sheriff. Wir sind weit genug entfernt. Seht, die Reaktion ist schon vorbei. Sie sind weg. Und was ist von ihnen übrig? Sand? Nein, das ist Rost. In der Tat, Rost. Und absolut ungefährlich. Bruder Fagin, ich bitte euch, kehrt die Reste der beiden weg. Ja. Also eine Waffe? Fantastisch. Unglaublich. Ich hoffe, ihr setzt eure Diener nicht eines Tages gegen meine Männer oder mich ein. Selbstverständlich nicht. Dann sind wir uns ja einig. Ihr braucht Versuchskaninchen für euer Dienerprojekt und ich kann sie euch besorgen. Vagabunden, Abschaum, Huren, alles brave... Was? Och, meine Güte. Was war denn das? Ich wollte nur gerade ein Stück zurückgehen. Das war schon wieder ein Stück zu viel. Na super. Schnelle Sicherung müsste eigentlich der letzte Punkt gewesen sein. Och nee, jetzt muss ich mir den ganzen Krebs nochmal anhören. Ich sollte sie besser nicht stören. Ich höre auch von hier alles bestens. Der Schlüssel eigentlich ja passt. Jetzt müsst ihr euch den Scheiß tatsächlich nochmal anhören. Also, ich wollte eigentlich ja von der Tür weg um die Ecke gehen. Naja. Seht her, Truart. Aus einer gemeinen Straßenratte wird ein loyaler Diener dir gehorcht. Ist das einer der Stadtstreicher, die ich euch brachte? Die Veränderung ist atemberaubend. Er hat keine Bedürfnisse und keine Sorgen. Schön für ihn. Da ihr es schon erwähnt, Karras, mich plagen große Sorgen. Nicht, dass die Bezahlung nicht in Ordnung wäre. Nein, das ist es nicht. Ich muss nur sicher sein, dass ihr die nötige Vorsicht walten lasst. Der Name Truart ist hier in der Stadt sehr angesehen. Ich möchte nicht, dass er beschmutzt oder ruiniert wird. Vertraut mir, denn der Erbauer selbst leitet mich. Und der Baron muss nie etwas erfahren. Ja, es freut mich wirklich wahnsinnig, dass der Bauer euch leitet. Aber mir wäre noch wohler, wenn ihr mich in eure Pläne einweihen würdet. Kommt schon, was habt ihr vor, Karras? Was ist so besonders an euren neuen Dienern? Ah, es ist einfach unmöglich, etwas vor euch zu verbergen, mein lieber Sheriff. Also gut, ihr sollt eure Erklärung haben, in Form einer Demonstration. Ich könnte nur schwerlich in Worte fassen, was ihr gleich sehen werdet. Doch vorher muss ich euch bitten, von diesem maskierten Diener zurückzutreten. Ja, gut so. Ich bitte inzwischen unseren Freiwilligen, einen wirklich bedauernswerten Straßenjungen herein.
Komm, komm, mein Junge, und stell dich dort neben den maskierten Mann. So, seid ihr bereit? Dann sperrt die Augen auf, während ich dem Diener ein Zeichen gebe. Mein Gott, was ist das für ein rotes Gas? Beobachtet weiter, Tuart. Aber es vernichtet sie. Wir schweben in großer Gefahr. Fürchtet euch nicht, wackerer Sheriff. Wir sind weit genug entfernt. Seht, die Reaktion ist schon vorbei. Sie sind weg. Und was ist von ihnen übrig? Sand? Nein, das ist Rost. In der Tat, Rost. Und absolut ungefährlich. Bruder Fagin, ich bitte euch, kehrt die Reste der beiden weg. Ja. Also eine Waffe. Fantastisch. Unglaublich. Ich hoffe, ihr setzt eure Diener nicht eines Tages gegen meine Männer oder mich ein. Selbstverständlich nicht. Dann sind wir uns ja einig. Ihr braucht Versuchskaninchen für euer Dienerprojekt und ich kann sie euch besorgen. Vagabunden, Abschaum, Huren, alles brave Bürger, die niemand vermissen wird. Wir werden sie zusammentreiben. Irgendein Verbrechen werden sie schon begangen haben. Trotzdem ist die Sache riskant. Ich gebe euch 20, keinen einzigen mehr. Ihr bewahrt absolutes Stillschweigen über unsere kleine Transaktion. Und bezahlt mich natürlich im Voraus. Morgen ist die komplette Summe auf meinem Konto. Ich traue euch nicht, Karas. Ihr bekommt eure Probanden erst, wenn ich das Gold habe. Gut. Damit wäre eigentlich alles geregelt. Ja, lebt wohl, Tuart. Seht her, meine Brüder. Mit der Effektivität des Erbauers konnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens habe ich uns, wie ihr hören konntet, 20 Subjekte für die Umwandlung zu Dienern gesichert. Und zweitens habe ich mir die Loyalität unseres vorsichtigen Sheriffs Tuart verschafft. Ja, seine Loyalität. Tuart fürchtet einen Skandal, kein Wunder, bei seinen jüngsten Aktionen. Aber was er noch mehr fürchtet, ist, dass die Sache publik werden könnte. Reicht mir nun meine Wachszylindermaschine. Ich habe sie verwendet, um jedes einzelne Wort unseres verehrten Sheriffs einzufangen. Hört, meine Brüder. Und ich kann sie euch besorgen. Vagabunden, Abschaum, Huren, alles brave Bürger, die niemand vermissen wird. Dank dieser kleinen Aufzeichnung wird es Tuart nicht wagen, mich zu betrügen. Sonst hat er den Skandal, den ihr so sehr fürchtet. Bruder Fagin, ihr seid dafür verantwortlich, dass die Maschine im Morgengrauen zur Bank gebracht wird. Ihr findet den Schlüssel für das Schließfach im Westturm. Brüder, für heute sind wir fertig. Kehrt an eure Arbeit zurück. Na, ich hätte zu gerne auch eine Kopie dieses Schlüssels. Ich glaube, den Schlüssel haben wir da schon geklaut, oder? So, ich speichere es nochmal, bevor jetzt hier irgendwas fehlschlägt. Das war ja echt lustig. Komm ich ran? Nein, ich kann mir leider nicht im Westturm eine Kopie. Die Frage, liegt da jetzt ein neuer Schlüssel da? Ich komme leider nicht rein. Na gut. Nehmen wir die Haupttür, was soll's. Rein theoretisch. Drüben liegt gerade jemand lang, dürfte nichts passieren, wollte ich gerade sagen. Ja, das könnte jetzt interessant werden. Thank you.
Ich hoffe, die haben nicht so viele von diesen mechanischen Dienern und andere Leute am Start. Ich glaube, die waren ziemlich ätzend. So, Westturm ist der da links. Da habe ich aber nichts da eingelaufen. Das gibt's da nicht. In meinem Ohr hörte ich Blätter waschen. Ach, das ist nun vorüber. Seid. Uns alle umgenietet. Und jetzt sind wir an die nächsten Idioten herum. Gib mir doch gar nicht. Koloss von Rhodos hier oben. Ich guck mal schnell in die Aufgaben. Das haben wir. Sagen Sie, finden Sie einen Schlüssel für das Schließfach und fertigen Sie einen Wachsabdruck an. Na gut. Fertigen wir doch mal einen Wachsabdruck an. Das müsste jetzt eigentlich der Westturm sein. Und sie sprachen. Jetzt hier alleine rum. Wir haben Glück gehabt, dass die nur die Leiche nicht entdeckt haben. Naja, um den kümmern wir uns vielleicht noch. Westturm, dann kann der eigentlich nur hier sein, oder? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Spiel getriggert. Jetzt die Frage, eine Wachskopie. Vor allem, wie mache ich das? Mach das alleine? Schließfach. Ach, das jetzt steht Schließfach da. Und du? Finden Sie einen Schlüssel für das Schließfach und fertigen Sie einen Wachsabdruck an. Wachs. Habe ich hier irgendwas aufgesammelt? Schlüssel, Schließfach. Es ist also nichts. Das ist jetzt wieder. Putzig. Die Frage
Frage, die ich mir gerade stelle, ist jetzt trotzdem, wo finde ich bitte Wachs oder was auch immer? Verstecktes mehr. Die Bücher haben wir auch schon durchgelesen. Das ist ja jetzt gerade. Den Schlüssel habe ich ja gefunden. Fertigen Sie einen Wachsabdruck an. Okay. Also entweder bin ich wirklich schon zu zeitig hier gewesen. Woher ich jetzt hier Wachs bekommen soll. Na gut, man könnte vielleicht. Oh, Storage-Chat. Kammeraltar liegen. Also, wir waren jetzt überall bis auf diesen Raum, in dem die Besprechung war. Können wir mal gucken, vielleicht gibt es da irgendwas. Dazu muss ich jetzt allerdings rausgehen, wo er hier der dicke Klops, glaube ich, seine Runden dreht. Das ist der Turmmist, da hatte ich ja schon geguckt, aber gab es ja eigentlich auch nichts. Schlüssel, der erste. Schließfach brauche ich gar nicht zu probieren. Es fiel mir nur gerade sein, dass da hier vor uns irgendwas rumlag. Tja, im schlimmsten Fall werde ich das Level wohl nochmal neu starten müssen. Wenn ich hier zu sehr vorgelootet habe, das ist ja wieder. Hier lag da gerade die Schriftrolle. Ein Papyrus. Was haben wir denn da? Lieber Lord Karras, eure Predigt war so inspirierend. Die Vorstellung, ein winziges Zahnrad in einem riesigen Kessel zu sein, ist wirklich prickelnd. Dort ist es so warm und angenehm, versteht ihr? Bitte nehmt meine Komplimente an und versprecht mir, uns am Samstag zum Dinner zu beehren. Lady Einhorn. Lady Einhorn. Ist ja putzig. So. Tja, schmeißen wir mal das Geseire hier weg. Hm.
So, es heißt es, den... den dicken Typi suchen, ja. Da ging es ja nur an diese Katakombe, genau. Eine Leiter hochwärts. Tja, jetzt muss ich den Schlüssel irgendwie in Wachs oder sowas reinbringen. So, das ist diese Treppe, die bin ich noch nicht hochgegangen. Und da geht's zur anderen Tür. Wo wir hätten lauschen können. Tja, aber auch die ist dicht. Ich komme nicht rein. Hm. Gut. So ein Scheiß. Tja, woher Wachs nehmen, wenn nicht stehlen? Ich meine, der kraut jetzt mir auch nicht die Aufgabe. Finden Sie den Schlüssel für Schließfach und fertigen Sie einen Wachsabdruck an. Nicht weiter. Tja, hier ist aber auch nirgendwo Wachs. Laborgeräte. Sollte ich tatsächlich die Mission, tja, wie sagt man, falsch getriggert haben? Ja, das ist ja blöd. Was ist denn dieser dumme Wachroboter? Der Haupteingang. Tja, ich komme hier aber auch nicht raus. Ist der jetzt hier reingekommen? Nicht autorisiert.
zum Geier ist der jetzt hier reingekommen? Ja, jetzt habe ich wirklich ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich den Abdruck von dem blöden Schlüssel nehmen soll. Entweder der hat uns gehört und ist uns hier nachgekommen. Westrum finde dann und ja, aber ich brauche dazu Wachs oder irgend sowas. Tja, ich werde wohl die Aufnahme an der Stelle jetzt mal einfach beenden. Ja. Und mal gucken, ob es nicht vielleicht im Netz schon irgendwelche Tipps gibt. Weil ich finde jetzt hier gerade keinen Wachs, nichts. Also, wahrscheinlich habe ich den Schlüssel da oben zu früh weggenommen. Da sagten wir, Mission neu starten. Na super. Ja, naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann hier hoffentlich wieder mit dem... mit dem Schlüssel. Bis dahin, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Und damit wieder willkommen zurück auf der Suche nach dem Wachsabdruck. So, ich habe jetzt mal mich gespoilert. Weil ich jetzt befürchtet hatte, dass ich vielleicht die Mission irgendwie falsch getriggert habe. Weil ich habe den Schlüssel schon vorher gefunden. Bevor ich die Info bekommen habe, wo der sich befindet. Aber so wie ich das gelesen habe, scheint das wohl egal zu sein. Allerdings muss man wohl in den Keller eine Wachsmaschine da ist. Da finde ich das Wachs oder eine Wachsmaschine. Ich habe keine Ahnung, das kann ja eigentlich dann nur hier unten gewesen sein. Aber dass da irgendwas Wachsiges war, kann ich mich gar nicht erinnern. Na, wir werden sehen. Hier ging es in die Katakomben rein, genau, das da war nichts mit Wachs. Na, hier ist was, aber hier eine Wachsmaschine. Ich war eigentlich am Anfang hier und habe hier diesen Wachroboter ausgeschalten. Geräte. Da liegt der sogar noch. Hier hinten war ich gar nicht. Ja, das ist natürlich wieder mal super gelaufen. Jetzt bin ich da nicht hintergegangen. Den habe ich glatt übersehen, verdammt. Werkstatt. Na gut. Doch mal den Zettel durch. Da haben wir es. Brüder, wenn ihr eine Gussform anfertigen wollt, so presst einen Gegenstand in das Wachs. Solch einen Abdruck könnt ihr dann mit dem Spachtelmesser aus dem Wachs herausschneiden.
Mit dieser Art, liebe Brüder, lassen sich Gussformen für die meisten kleineren Gegenstände herstellen, seien es Schlüssel, Zahnräder, Federn oder ähnliches. Um einen solchen Gegenstand aus Metall zu erhalten, übergebt die Gussform an Bruder Mendelus, welcher für den Betrieb des Schmelzofens zuständig ist, Bruder Koltus. Tat. Hier hätte ich also den blöden Schlüssel bloß einbauen wollen. Und es steht auch noch schön da. Die Schachtel. Kann ich irgendwas ausschneiden? Da ist er. Und? Euer Auftrag. Jetzt gucken wir schnell mal rein. Legen Sie den Originalschlüssel an sein Alter. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, ne? Wo lag der nochmal? Ich habe die ganzen Schüsse überall genommen und das war's. Das ist wirklich putzig. Naja, so ist das halt. Die Freiheiten des Spiels sind super, aber in dem Fall waren sie ein wenig too much. Denn ich hatte den Schlüssel schon eher. Das ist ja echt witzig. Ich glaube, der lag in dem Westturm, ne? Hat er ja gesagt. Aber wo war der? Ich glaube, der könnte ganz oben gewesen sein. Genau, und auf dem Tisch lag der Beutel. Klasse. Zum Glück haben wir hier alle umgenietet. Vor allem, damit die es nicht merken. Es könnte sein, dass der hier auf dem Tisch lag. Oh ja. Das hat sich der Gerrit unter den Fuß verstaucht. Auch gerade Twitch komisch rum. Das ist aber jetzt lustig. Naja, keine Ahnung. Was der hier schon ein Problem. Tja, ich kann es jetzt nur probieren. War der Schlüssel hier? Ich weiß es echt. Ich habe mir das nicht wirklich nicht gemerkt. Man kann es nur probieren. Nein. Da war er dann da oben. Könnte auch sein, dass er hier oben lag. Ne? Scheiben hole ich. Hier lag doch der Schlüssel, oder? Wo haben wir dich denn, Schließfach? Hier, mal gucken. Ich denke, hier bin ich fertig. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst, dass ich jetzt wirklich aber von ganz vorne alles durchgehen muss. Denn in der Erklärung, die ich mir gerade mal angelesen hatte, steht drin, die lauschen zuerst an der Tür und looten dann natürlich den Bereich. Tja, wir haben ja nur hier eigentlich alle umgenockt, also rein theoretisch. Erfüllt. Hey, ich bin begeistert. Wegen 6 Minuten. Naja. Ja, und da hätten wir die Mission erledigt. Also das mit dem Wachsabdruck, ja, das tut mir leid, das ist wirklich blöd gelaufen. Denn wie gesagt, ich habe gerade in der Anleitung gelesen, da steht drin, dass irgendwie die... Genau, da gibt es 9 verschiedene Möglichkeiten, wo der Schlüssel abgelegt ist. Ich hatte ja schon überall Schlüssel eingesammelt und mich schon gewundert, aber jetzt weiß ich auch warum und weshalb das dort so war. Naja gut, das ist natürlich jetzt spitze gelaufen. Gut, gucken wir mal in die Statistik rein. Ja,
wieder ein bisschen was liegen lassen. Ich habe keine Ahnung wo. Da müsste man sich wahrscheinlich wirklich mal eine gute Dinge. Also ich renne auch manchmal wirklich an dem Zeug vorbei. Es ist mal leider so. Taschendiebstahl. Meuchelmord 1, betäubt 9. Also ich habe mindestens 3 Tote. Metallwesen zerstört, 2 stillgelegt. Secrets haben wir 1 gefunden. Okay. Tja. Ich würde sagen, dass da startet die nächste Mission. Aber das werde ich dann wohl erst, ja, denke ich, beim nächsten Mal erledigen. Deswegen speichere ich hier nochmal ab. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage auf Wiedersehen.